Hallo! Schön, dass du hier auf dieses Video zur Unterwasserfotografie von Pan Ocean Photo gestoßen bist. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Momentan bin ich hier in Kanada auf Vancouver Island. Dieses ist eine von vielen Reisezielen, die ich für meine Unterwasserfotografie schon häufiger besucht habe und zu denen ich immer wieder gerne zurückkomme. Falls du jetzt fragst, Kanada? Ich dachte, Unterwasserfotografen reisen immer dahin, wo das Wasser schön warm ist und die Fische schön bunt. Also in die Südsee oder Karibik. Aber Kanada? Doch ja, Kanada. Warmwassertauchen mag ich natürlich auch. Und viele meiner Aufnahmen entstehen auch in tropischen Regionen. Aber Unterwasserfotografie ist viel vielseitiger, als du vielleicht denkst. Dieses Video habe ich gemacht, um mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen, denen ich im Laufe der Jahre immer wieder begegnet bin. Dies gilt insbesondere für Fotografierende, die bislang ausschließlich an Land gearbeitet haben und nun ihre ersten Versuche im Wasser machen möchten. Vielleicht etwas überraschend, aber trotzdem wahr. Es gibt bis heute keine echten Unterwasserkameras. Lediglich wasserdichte Kameras bzw. Kameras in Unterwassergehäusen. Das hört sich jetzt ziemlich nach Klugscheißerei an, ist aber durchaus relevant. Immer noch sind alle Automatiken und Algorithmen in den Kameras auf Anlandfotografie ausgelegt. Das gilt auch für alle als Unterwasserkameras angebotenen Komplettsets. Dies spielt immer wieder eine wichtige Rolle. Dann nämlich, wenn es darum geht, ob man nicht die wunderbaren Belichtungsautomatiken benutzen kann. Unter Wasser haben Blende, Verschlusszeit und Brennweiten andere Effekte als an der Luft. Und keine Kamera ist so programmiert, dass sie diese Effekte mitberechnet. Du fragst jetzt vielleicht, ob die Unterwassermodi etwas taugen, mit denen so manche Kamerahersteller werben. Um ganz ehrlich zu sein, eher nicht. Wie du aber trotzdem zu perfekt belichteten Bildern kommst, das erkläre ich dir in den verschiedenen Workshops, die du hier auf www.panoceanphoto.com findest. Damit bin ich gleich beim nächsten Punkt. Wasser ist keine flüssige Luft. Auch das ist nicht ganz so banal, wie es sich anhört. Dinge, die an Land fotografisch sehr einfach sind, sind im Wasser schwierig oder gar unmöglich. Umgekehrt sind unter Wasser Fotos möglich, die sonst nicht gelingen. Was meine ich damit? Nun, zum einen ist unsere Art, mit der Kamera zu arbeiten, eine andere als an Land. Unsere Zeit ist durch Luftvorrat und Nullzeiten begrenzt. Wir müssen unsere Shootings anders vorbereiten. Wir können im Wasser weder unsere Objektive noch Speicherkarten noch Batterien wechseln. Auch können wir mit unseren Models oder Assistenten im Wasser nur nonverbal kommunizieren. Teamarbeit braucht deshalb eine noch intensivere Vorbesprechung, als du es vielleicht gewohnt bist. Ein besonders auffälliger Unterschied besteht in unserer Arbeit im Raum. An Land sind wir in der Vertikalen recht eingeschränkt. Ein Großteil unserer Aufnahmen entsteht irgendwo zwischen 0 und 2 Meter über unserem Standpunkt auf dem Boden. Anders im Wasser. Wir können uns sehr einfach über oder unter unser Motiv bewegen, um es herumschweben oder den Winkel unserer Kamera zur Szenerie ändern. Dafür ist im Wasser fast nichts statisch. Viele unserer Motive bewegen sich frei durch den Raum und auch wir als Taucher werden von der Strömung dauernd bewegt. Ein millimetergenaues Ausrichten der Kamera und eine präzise Auswahl des Bildausschnittes sind oft nicht möglich. Die größte Herausforderung ist für uns aber die optische Eigenschaft von Wasser. Licht verhält sich im Wasser anders als in der Luft. Es wird gebrochen, gestreut, in der Farbe verändert und verliert auf relativ kurzer Distanz schon erheblich an Intensität. Deshalb kennen wir in der Unterwasserfotografie zum Beispiel keine Teleobjektive. Farblich verändertes und abgeschwächtes Licht ist auch der Grund, weshalb wir im Wasser fast immer mit künstlichen Lichtquellen arbeiten müssen. Die Schwebestoffe und im Wasser gelöste Partikel beeinflussen unsere Arbeit mit Blitzen und Lampen und erfordern ein besonderes Handling. Ein weit verbreitetes Vorurteil: Wasser ist immer blau. Das stimmt aber so nicht. In weiten Teilen der Ozeane ist Wasser eher grün oder wie hier Smaragd. Dies liegt an dem Phytoplankton im Wasser. Das sind Kleinstlebewesen, die das grüne Chlorophyll zur Sauerstoffproduktion brauchen, wie wir es von den Pflanzen an Land kennen. Oder häufig ist Wasser auch weiß-milchig wegen der Mineralien, die darin aufgelöst sind.
Wer immer einmal versucht hat, seine Fotos in Magazinen oder Zeitschriften zu veröffentlichen, kennt das Problem. Der Leser erwartet ein wunderbares karibisches Blau. Und so manche Redaktion oder Grafikabteilung bemüht anschließend Photoshop, um die Erwartungen der Kundschaft doch noch irgendwie zu erfüllen. Kommen wir zu einem weiteren, wenn nicht gar dem wichtigsten Punkt. Bei allen Unterschieden zur normalen Fotografie gilt auch im Wasser. Es geht erst einmal ums Licht. Als zweites geht es auch um Licht und als drittes geht es erst recht um Licht. Deshalb setze ich mich in unseren Workshops sehr intensiv mit den verschiedenen Lichtsituationen auseinander. Ein Großteil der Unterwasserfotografie ist Mischlichtfotografie. Das heißt, wir nutzen zum einen das natürliche Umgebungslicht und ergänzen es mit künstlichem Blitzlicht. Das müssen wir unter anderem deshalb, weil, du erinnerst dich, Licht im Wasser seine Intensität und Farbigkeit verliert. Nicht vernachlässigen sollte man auch den Effekt, den Wasser auf unser Blitzlicht nimmt. Auch das breitet sich anders aus als in der Luft. Deshalb müssen wir sie anders einstellen und positionieren, als du es vielleicht gewohnt bist. Du findest bei uns Videos zu den Themen Umgebungslicht, Farbigkeit sowie zur Handhabung von Blitzen und Lampen. Hört sich das jetzt alles viel zu kompliziert an? Keine Angst, ist es nicht. Es ist nicht komplizierter als an Land. Es ist nur anders. Einfach sein fotografisches Wissen von Land im Wasser 1:1 umzusetzen, klappt einfach nicht. Unser Ziel bei Pan Ocean Photo ist es zu vermitteln, was es braucht, um genau das Bild gestalten zu können, das du im Kopf hast, bevor du auf den Auslöseknopf drückst. Denn als passionierte Fotografierende sind wir nicht auf einen Glückstreffer aus. Wir wollen Ideen umsetzen, indem wir Bilder bewusst gestalten. Dazu gehört natürlich auch zu wissen, welche Möglichkeiten uns die Technik gibt und welche Grenzen existieren. Bei allem, was wir hier bei Pan Ocean Photo tun, geht es auch genau darum. Wir wollen unsere Leidenschaft für die Welt des Wassers und des Lichtes gerne mit dir teilen.